uns von aller Unjugend reinigt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, erbarme dich, erbarme dich. Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, Buß- und Bettag. Ein, so wie es scheint, etwas aus der Mode gekommener Feiertag. Gesetzlicher Feiertag ist er ja schon lange nicht mehr. Er ist, wie wir alle wissen, in Anführungszeichen der Pflegeversicherung zum Opfer gefallen, wobei ich hier nicht gegen die Pflegeversicherung wettern möchte. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns von aller Untugend reinige, haben wir vorhin gesungen. Ja, wir wollen über unser Leben nachdenken in diesem Gottesdienst. Ja, wir wollen über die Welt nachdenken, so wie sie ist und ob sie wirklich so bleiben kann. Ja, wir wollen aber auch Gott die Ehre geben, wenn auch in einer etwas ruhigeren Art. Also es wird schon ein Gottesdienst mit Lobpreisteil werden. Wir erinnern uns an alle unsere Tage in diesem Jahr und wollen in diesem Gottesdienst über uns nachdenken. Und so singen wir gemeinsam das erste Lied. Es ist die Nummer 299. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Strophe 1. 299. Aus tiefer Not
Wir beten Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffen Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus, wir kommen an diesem Tag zu dir, der kein staatlicher Feiertag mehr ist, aber der uns trotzdem einlädt, über uns nachzudenken. Was haben wir getan im vergangenen Jahr, um dich zu rühmen und zu preisen und dir die Ehre zu geben? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass wir dabei immer wieder kläglich versagen. Wir verlassen uns auf uns selbst. Ja, wir verlassen uns auf unsere Kenntnisse. Wir verlassen uns auf unsere sogenannten positiven Eigenschaften und übersehen dabei, dass wir alles, was wir haben, aus deinen Händen empfangen haben. Unser Wesen, unsere Eigenschaften, ja auch unser Leben. Wir bitten dich, lass uns darüber nachdenken, ob wirklich alles so toll war und ob die Welt so gut ist, wie sie sich immer darstellt. Wir sehen um uns herum nur Unsicherheit, Gewalt, Krieg und Morden. Wir sehen um uns herum Streit in Schulen, in Nachbarschaft, ja gar in Familie. Soll das die verheißene Welt sein, die du uns versprochen hast? Herr, gib, dass wir anhand dieser Tatsachen spüren, dass wir eben nichts aus uns tun können, dass wir eben nur durch dich Unannehmlichkeiten, Fehler, ja, Sünden verhindern können. Gib, dass wir uns wieder darauf besinnen, deine Wege zu gehen, dir nachzufolgen, wie dein Sohn gesagt hat, folget mir nach und lasst alles andere hinter euch. Darum bitten wir dich nun um dein Erbarmen. Wenn wir unsere Sünden freimütig bekennen, dann bist du, Herr, treu und gerecht, auf dass du uns die Sünden vergibst und reinigst uns von allem, was uns von dir trennt. Darum geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, Herr Jesus Christus,
Du bist für uns am Kreuz in den Tod gegangen. Und unser himmlischer Vater hat dich ins Leben und ins Licht zurückgeholt. Du hast am Kreuz für uns teuer bezahlt. Ja, du hast uns frei gemacht von allem, was uns von Gott, unserem himmlischen Vater, trennt. Ja, du hast uns, ja, unsere Sünden vergeben, wenn wir dich als unseren Herrn bekennen. Wir bitten dich, zeige uns das immer wieder neu und auch heute in diesem Gottesdienst. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Die Epistel steht im Römerbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Aber auch ihr, die ihr dieses Treiben missbilligt, habt keine Entschuldigung. Wenn ihr die anderen verurteilt, sprecht ihr damit euch selbst das Urteil. Denn ihr handelt genauso wie sie. Es stimmt. Gott verurteilt die Menschen, die solche Dinge tun. Zu Recht. Aber wie wollt ihr seinem Strafgericht entkommen, wenn ihr selbst genau das tut, was ihr den anderen vorwirft? Verachtet ihr seine große Freundlichkeit? Nachsicht und Geduld? Merkt ihr nicht, dass Gott euch durch seine Freundlichkeit zur Umkehr bringen will? Aber ihr seid voll Trotz und nehmt euch seine Güte nicht zu Herzen. Damit macht ihr die Strafe nur noch schwerer, die euch an Gottes Gerichtstag trifft. An diesem Tag wird Gott sein gerechtes Urteil öffentlich bekannt machen. Er wird jedem Menschen den Lohn geben, der seinen Taten entspricht. Den einen gibt er ewiges Leben. Es sind die, die unermüdlich das Gute tun und nach Anerkennung bei Gott und Unvergänglichkeit streben. Die anderen dagegen trifft Gottes schwerer Zorn. Es sind die, die nur ihrer Selbstsucht leben, die nicht der Wahrheit folgen, sondern dem Unrecht. Über alle, die Unrecht tun, verhängt Gott Angst und Leiden, über die Juden zuerst, aber ebenso über die Menschen aus den anderen Völkern. Wer dagegen das Gute tut, ob Jude oder nicht, dem wird Gott ewige Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken. Gott macht keine Unterschiede. Halleluja! Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Halleluja! 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 Das nächste Lied. Das ist die Nummer 425. Gib uns Frieden jeden Tag. Nummer 425. Musik.
uns nicht allein. Du hast uns das Fest gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein. Die Gottesfreiheit jeden Tag, lass uns nicht allein. Das dürfen wir uns in Freiheit immer tätig sein. Denn durch dich, unseren Gott, denn durch dich, unseren Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein. Gib uns Freude jeden Tag. Lass uns nicht allein, du den ganzen Freundlichkeiten, lass uns dankbar sein, denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast uns alle in der Hand, lass uns nicht allein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht in Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. Ihr erkennt sie an dem, was sie tun. Von Dornengestrüpp kann man keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Umgekehrt kann ein gesunder Baum keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Früchten also könnt ihr die falschen Propheten erkennen. Herrgott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Gib mir das Messer. Ich kann das. Nein, dafür bist du noch zu klein. Nein, ich krieg das hin. Das Messer kaum genommen und schon hatten wir uns in den Finger geschnitten. Ja, ja, kleine Sünden straft der Herr sofort, hieß es dann sehr häufig. Wer hat solche Situationen als Kind nicht erlebt? Ja, das ging manchmal bis zur Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Vor lauter Beweissucht, dass man mit dem Messer oder sonstigen gefährlichen Gegenständen umgehen konnte, traf uns dann doch die sogenannte Gerechtigkeit. Man griff schnell nach dem Messer und schon rutschte es aus. Lag das wirklich daran, dass das eine Sünde war oder dass Gott diese Überheblichkeit schnell bestraft hat? Oder lag es nicht vielmehr an der durch die Beweislast verursachten Hektik?
Wenn wir das Messer langsamer genommen hätten und besinnlicher daran gegangen wären, dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht in den Finger geschnitten. Du kannst das nicht, dafür bist du noch zu klein. Prophezeiten uns dann häufig unsere Eltern. Sollten das falsche Prophezeiungen gewesen sein, wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir das vielleicht hätten verhindern können, wenn wir langsamer und bedächtiger daran gegangen wären? Ist jeder ein falscher Prophet, der uns vor Risiken warnt? Sind diejenigen, die uns jetzt vor den Risiken der Pandemie warnen, falsche Propheten? Ja, wenn man den unterschiedlichen Meinungen glauben darf und vor allem, wenn wir alles hören, was so gesagt wird, dann könnte man diesen Eindruck bekommen. Und wenn wir sehen, mit welcher Unsicherheit jetzt im Moment wieder Entscheidungen getroffen oder besser gesagt nicht getroffen werden, ja, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass diejenigen, die über unsere Sicherheit und Gesundheit zu entscheiden haben, entweder falsche Propheten sind oder selbst nicht daran glauben, was sie uns sagen. Andere Länder führen uns förmlich vor. Ich denke da gerade an Österreich. Aber ich möchte hier nicht über die Politik sprechen, ohne uns ins Gedächtnis zu rufen, wie wir, also jeder einzelne von uns, sich manchmal verhält. Das ist völliger Quatsch, urteilt man. Das hätte man so oder so machen können. Ich ertappe mich immer wieder selbst dabei, gerade wenn es darum geht, dass die Schulbusse so überfüllt sind und man sich Gedanken über die Kinder machen muss. Aber hätten wir oder würden wir anders entscheiden, wenn wir an der Stelle unserer Politiker wären? Die Frage müssen wir uns stellen und uns auch gefallen lassen. Als falsche Propheten hat man sehr schnell Menschen abgestempelt. Vor allen Dingen dann, wenn einem das nicht gefällt, was beschlossen wird. Nun, durch diese Unsicherheit wird das ja förmlich geschürt, dass Menschen unzufrieden sind. Und das muss auch klar gesagt werden. Aber Menschen, die sich um unsere Sicherheit und Gesundheit Gedanken machen, weil es im Moment wirklich geboten ist, als falsche Propheten oder gar Lügner hinzustellen, erscheint mir wirklich nicht rechtens. Aber noch einmal zu uns. Wir urteilen eben sehr schnell. Warum ist das so? Urteilen wir, weil wir es wirklich besser wissen oder weil wir, wie man so schön sagt, mehr Ahnung von diesen Dingen haben und die da oben überhaupt keine?
Oder urteilen wir aus Unwissenheit, aus Unsicherheit oder gar aus Ängsten heraus? Nun, das kann man nicht verallgemeinern. Jeder fällt seine Urteile aus anderen Situationen heraus. Aber dass dies unserem Herrn nicht gefällt und nicht gefallen kann, das wissen wir mit Sicherheit. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, heißt es, und urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Das sagt uns Jesus ganz klar. Aber warum? Sagt er das, damit wir uns keine Meinung mehr bilden sollen? Damit wir uns aus allem heraushalten? Nein, das ist sicher nicht der Fall. Er sagt uns dies, weil wir das Urteilen und das Richten unserem himmlischen Vater überlassen sollen, weil er alleine um die Dinge weiß, die um uns herum geschehen und die wir brauchen und die wir nicht brauchen. Das heißt nicht, dass wir unsere Meinung nicht sagen sollen, ja, dass wir sie gar aussprechen müssen, ob sie von unserem Gegenüber akzeptiert wird, das steht auf einem anderen Blatt. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wir haben, wie gesagt, schnell geurteilt und vor allen Dingen verurteilt, aus den verschiedensten Gründen heraus. Aber ist es nicht so, dass wir oft andere einen Stempel aufdrücken, um unseren eigenen unter dem Papier verschwinden zu lassen? Wenn ich zu jemandem etwas Böses sage, dann geschieht das nicht selten deshalb, damit ich meine eigene Unsicherheit vor dem anderen verbergen kann. Und dies kommt mir oft erst zu Bewusstsein, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken. Der Umgang mit unseren Mitmenschen sollte ein Geben und Nehmen sein. Paulus hat das in seinem Brief noch drastischer ausgedrückt. Er spricht gar von Strafe, die über uns kommt, wenn wir sündigen. Das heißt, wenn wir Gottes Wille nicht tun. Aber können wir das überhaupt? Können wir von uns behaupten, Gottes Willen tun zu können? Ich jedenfalls weise das weit von mir. Ich kann Gottes Willen nicht tun, weil ich ein Mensch bin. Und wo Menschen sind, menschelt es. Wo Menschen sind, geschehen Dinge, die Gott nicht gefallen. Immer wieder. Das kann von Beleidigungen im kleinen Rahmen
bis zum Mord und bis zu Kriegen führen. Das gefällt Gott nicht. Und wir wissen es, dass es Gott nicht gefällt. Aber wir fallen immer wieder in die alten Gewohnheiten zurück, in den alten Adam, der der Versuchung nicht widerstehen konnte. Aber gerade deshalb, weil Gott der alte Adam nicht gleichgültig war und nicht gleichgültig ist, hat er Jesus in diese Welt geschickt. Durch seinen Kreuzestod hat er sich selbst mit der Welt versöhnt. Wer kann denn überhaupt das ewige Leben erlangen, fragen die Jünger. Und diese Frage ist angesichts der Tatsache, dass wir als Menschen Schwierigkeiten haben, Gottes Willen zu tun, um es einmal gelinde auszudrücken, kann ich diese Frage verstehen. Aber Jesus sagt zu uns, bekennt, was ihr falsch gemacht habt. Bringt es an mein Kreuz. Ich habe für euch gelitten und bin für euch in den Tod gegangen, damit ihr von aller Sünde befreit werdet. Im Bibel-TV hörten wir neulich ein Interview einer Journalistin, die Christin geworden ist, aber ganz offen bekannte, dass sie genau damit noch ihre Probleme hat, dass Jesus so etwas tut, aus freiem Willen, ans Kreuz geht und für uns bezahlt. Ja, das ist nach menschlichem Ermessen überhaupt nicht begreifbar und mit unserem Verstand nicht zu fassen. Jesus ist für alle Menschen in den Tod gegangen. Er hat für alle Menschen bezahlt. Durch seine Auferstehung haben wir Zugang zum ewigen Leben. Wir müssen uns das nicht durch Taten beweisen, sondern er sagt ganz schlicht und einfach, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er will von uns lediglich, dass wir unsere Sünden und Verfehlungen bekennen und bereuen. Dass wir auch für andere einstehen. So einfach ist das. Oder? Ist es wirklich so einfach, über diesen Schatten zu springen? Sich im Spiegel zu betrachten und zu sagen, Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn oder deine Tochter heiße. Aber was passiert in dem Gleichnis? Der Vater verzeiht dem Sohn. Der Vater nimmt ihn wieder auf, schlachtet das gemästete Kalb und sagt zu seinem Bruder, siehe, dein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Genau das will Jesus von uns, gerade an diesem Buß- und Bettag. Dass wir über unser Leben nachdenken, dass wir, wenn wir urteilen,
erstmal überlegen, ja, dass wir begreifen, dass alles um uns herum vom Menschlichen geprägt ist und daher auch von Unvollkommenen und von Fehlern. Wir sollten in uns gehen und darüber nachdenken, ob es richtig ist, wie wir mit anderen umgehen. Aber wir können im Gebet genau dafür einstehen. Wir können das, was wir falsch gemacht haben, an Jesu Kreuz bringen. Wir können dadurch frei werden. Wir können im Gebet für andere einstehen. Wir können für andere um Vergebung bitten, wenn wir selbst nicht dazu in der Lage sind. Wir können im Gebet darum bitten, dass wir Geduld mit anderen Menschen haben. Und wir können ebenso im Gebet darum bitten, dass andere Menschen auch mit uns Geduld haben, weil wir genauso fehlbar sind wie sie. Und so ist der Buß- und Bettag zum einen ein Rückblick auf unser Leben, indem wir das, was nicht stimmt, an Jesu Kreuz bringen können. Und es ist eine Vorausschau für das, was wir besser machen können. Und als drittes ist es die Bitte im Gebet, uns dahingehend zu führen, dass wir uns Jesus anvertrauen. Und als viertes können wir im Gebet darum bitten, dass auch andere Menschen durch Jesus Christus frei werden. So ist der Buß- und Bettag keine überholte und verstaubte Sache, sondern ein immerwährender, aktueller Tag, an dem wir über uns selbst, über unser Leben und über die Welt und vor allen Dingen darüber nachdenken können und sollten, dass kein Weg daran vorbeiführt, Jesus Christus unsere Sünden und Schuld zu bekennen und dadurch von ihm Freiheit und Erlösung zu erlangen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dass wir vor dir unsere Sünden bekennen, dass du uns vor Gott gerecht machen willst, was wir von uns aus nicht schaffen. Wir bitten dich, mache du uns frei von aller Schuld, damit wir dir jetzt die Ehre geben können, die dir gebührt. Damit wir dir Dank sagen können für das, was du immer wieder für uns tust. Amen. Thank you.
Heiligen Geist senden möchtest. Wir bitten dich gerade heute an unserem Bettag. Lass uns immer wieder um deinen Geist bitten, weil er sich nicht einfangen lässt, weil er weht, wo er will, aber wenn wir ihn bitten, können wir sicher sein, dass er da ist. Dafür danken wir dir, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast. Schwestern und Brüder, es ist Folgendes bekannt zu geben. Wir laden herzlich zum nächsten Gottesdienst ein. Das ist am kommenden Sonntag, das ist der Ewigkeitssonntag. Hier werden wir unserer lieben Verstorbenen gedenken. Da wir sie nicht namentlich aufzählen dürfen, weil es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geht, werden wir an diesem Gottesdienst im Gebet an alle die gedenken, die in diesem Jahr von uns gegangen sind. Wir danken euch für eure Unterstützung. Wir sind froh darüber, ja, dass wir immer wieder mit guten Zusprüchen rechnen dürfen und diese auch erhalten. Dafür sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt. Und wenn jemand Kontakt mit uns aufnehmen möchte, so könnt ihr das gerne tun. Und ja, wir danken einfach dafür, dass wir eine Familie in Jesus Christus sind. So wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus, dein Sohn ist in diese Welt gekommen, um uns von allen
Sünden frei zu machen. Gib, dass wir das bedenken, gerade heute am Buß- und Bettag. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, lass nicht zu, dass Krieg und Gewalt unsere Welt erdrückt. Wir bitten dich, zeige uns deine Wege, mit Konflikten umzugehen. Wir bitten dich, zeige uns deine Wege, um Schwerter zu Flugscharen zu machen. Wir bitten dich, zeige uns deine Wege, mit Situationen umzugehen, die nicht zu ändern sind. Zeige uns deine Wege, unseren Mitmenschen begreiflich zu machen und auch uns daran zu erinnern, dass wir nur durch dich von Sünden und Schuld befreit werden können. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen, ob in Politik, Wirtschaft oder Krankenpflege und Medizin. Wir bitten dich, sei du mit ihnen allen, dass sie spüren, dass sie ohne deinen guten Rat und deine Führung hilflos sind. Ja, das bitten wir vor allem für unsere Politiker. Wir bitten dich für alle, die in der Wirtschaft tätig sind. Ja, dass sie jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten die Menschen, die ihnen unterstellt sind, als Menschen behandeln. Ja, dass sie für jeden ein offenes Ohr haben, der Probleme hat oder sich um seine Zukunft ängstigt. Wir bitten dich für alle, die in der Medizin tätig sind. Schenke ihnen deine Kraft und deine heilenden Hände. Ja, dass sie trotz ihrer bis zur Erschöpfung reichenden Arbeit diese noch tun können, durch deine Hilfe und durch deinen Geist. Herr, wir bitten dich, lass diesen Buß- und Bettag wieder zu dem werden, für was er eingeführt wurde. Nämlich über unser Leben nachzudenken und für uns und für andere zu beten. Ja, um Vergebung für unsere Schuld zu bitten und für andere im Gebet einzutreten. Herr, wir bitten dich auch für deine Kirche, dass sie trotz der Tatsache, dass heute Werktag ist, dazu kommen, ja, dass sie diesen Tag wirklich in Ehren hält. Ja, dass sie für Menschen da ist, die genau damit Schwierigkeiten haben. Ja, dass sie für Menschen da ist, die einsam sind, die nach Versöhnung mit anderen schreien, die mit sich selbst Probleme haben. Ja, gib, dass die Kirche
für alle Menschen ein Zufluchtsort ist, in dem sie Geborgenheit und Trost finden können. Erbarme dich, wir beten nun weiter in der Stille. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns durch deinen Tod und deine Auferstehung würdig gemacht hast, vor unserem himmlischen Vater zu treten. Dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und immer wieder neu machen willst. Dass wir mit kindlichem, nicht kindischem Verlangen zu dir kommen dürfen. Dass wir alles, was uns von dir trennt, bei dir abgeben dürfen. Dass du uns frei machst, frei zu atmen und zu leben. Darum können wir jetzt voll Vertrauen vor dich treten und beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann wollen wir noch miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 171. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Die Strophen 1 und 4, Nummer 171. Dass wir miteinander Gottesdienst feiern konnten. Es war schön, dass wir gespürt haben, zusammen zu sein. Bleibt gesund und vor allen Dingen behütet unter dem Segen des Herrn, unter den wir uns jetzt stellen wollen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir hören als Nachspiel, da berühren sich Himmel und Erde. Und neue Gedanken.
ganz neu. Da wird sich